haben jetzt einige Minuten bei Armbruster gelesen und wir müssen ihr gratulieren, dass sie mit einer Radikalität und Hellsicht all das auf den Teppich bringt, was an anderer Stelle nur halbherzig gesagt wird. Und wir unterschreiben fast alle diese Positionen. Das entscheidende Kriterium jedoch wird verkannt, nämlich die Entstehung aus selbst hysterischen Frauen, die mit dem Körper der Mutter nichts anfangen konnten. Jene Entstehung von Zwanglianern, die dann Alleinbeherrschungsmachtansprüche der Usurpatoren entwickelt haben und dann diese Priester, Königs, Krämerkasten zur Unterjochung der Ländereien der Frauen, der Ländereien der Erde und des ganzen Kosmos gegründet haben, dies aus der Not heraus mit dem undeutlichen, infernalischen Begehren der weiblichen nichts zurechtzukommen und diese in den Pferch ihrer Herdentierhaltungen seit der Tierhaltung überhaupt unternommen haben, Macht anstelle von Liebe. Aber die Dialektik in diesem Krieg als Vater aller Dinge und dem Krieg als die Mutter aller dicken Dinger hat noch einen tieferen Grund, wie wir seit 40.000 Seiten beschrieben haben. Und jetzt, nachdem der Patrismus die Sache wieder an die Wand gefahren haben wird und sich das System der Habgier und der Macht und der Verwerfung alles Körperlichen ausrotten wird, selber können ja wieder neue ökologische Systeme entstehen, die den Alkahyrischen auf den Thron zurückbringen. Probehandeln dazu ist ja bereits vorhanden in der Beherrschung des Realen, dass nur Frauen immer schon besser gedeichselt und gehandelt werden konnte. Aber es bedarf zuerst der Ausrottung der zentral libertinagären Ausbeutungssysteme. Und dann kehren wir wieder zum Naturrecht der Täuschtauschordnung im Sinne einer natürlichen Tauschordnung zurück. Sprich zum Nomadentum oder einem primären Ackerbau. Besser noch Sammler und Beutejägerinnen-Tum. Das wird nicht lange auf sich warten lassen.